Und das geht dann verhältnismäßig rasch, weil es eigentlich nur davon abhängt, wie rasch ich tippe. Mhm. Die Beschäftigung mit der politischen Theorie, mit politischem Handeln und Verhalten, steht also im Mittelpunkt Ihrer Arbeit heute. Unter diesen Umständen scheint mir besonders interessant, was ich in einem Briefwechsel gefunden habe, den Sie mit dem israelischen Professor Scholem gehabt haben. Darin haben Sie geschrieben, wenn ich zitieren darf, dass Sie sich in der Jugend weder für Geschichte noch für Politik interessierten. Sie sind, Frau Arendt, 1933 als Jüdin aus Deutschland emigriert. Damals waren Sie 26 Jahre alt. Hat Ihre Beschäftigung mit der Politik, das Aufhören des Desinteressements an Politik und Geschichte, einen ursächlichen Zusammenhang mit diesen Vorgängen? Ja, selbstverständlich. Ich meine, darüber ließe sich lange eher reden. 1933 war dieses Desinteressement nicht mehr möglich. Es war schon vorher nicht mehr möglich. Und hatte auch vorher bei Ihnen schon aufgehört? Ja, natürlich. Ich meine, ich habe doch mit Spannung Zeitungen gelesen. Ich habe doch Meinung gehabt. Ich habe keiner Partei angehört. Ich habe auch gar kein Bedürfnis danach gehabt. Ich war zum Beispiel seit ungefähr 31 fest überzeugt, dass die Nazis ans Ruder kommen würden. Und ich habe doch in ständiger auch Auseinandersetzung mit anderen Menschen über diese Probleme gestanden. Aber systematisch mich mit diesen Dingen befasst, habe ich eigentlich erst in der Emigration. Ich habe eine Zusatzfrage zu dem, was Sie eben gesagt haben. Ausgehend von der Überzeugung seit 1931, dass der Machtantritt der Nazis sich nicht verhindern lassen würde, hat es Sie nicht gedrängt, aktiv dagegen durch Eintritt in eine Partei etwas zu tun, oder haben Sie dieses nicht mehr für sinnvoll gehalten? Na, ich persönlich hielt es nicht für sinnvoll. Mhm. Wenn ich es für sinnvoll gehalten hätte, das ist alles sehr schwer nachträglich zu sagen, hätte ich vielleicht etwas gemacht. Ich hielt es für hoffnungslos. Mhm. Gibt es in Ihrer Erinnerung ein exaktes Vorkommnis, von dem an Sie Ihre Hinwendung zum Politischen datieren könnten? Ja, wissen Sie, in gewissem Sinne kann ich sagen, am 27. Februar 1933 Reichstagsbrand und die darauf in derselben Nacht erfolgenden illegalen Verhaftungen, die sogenannten Schutzhaften. Ja. Danach, Sie wissen, die Leute kamen in Gestapo-Keller oder in Konzentrationslager. Was dann losging, war ungeheuerlich und ist heute von den späteren Dingen oft überblendet worden. Dies war für mich ein unmittelbarer Schock. Und von dem Moment an habe ich mich verantwortlich gefühlt. Das heißt, ich war nicht mehr der Meinung, dass man jetzt einfach zusehen kann. Ich habe versucht zu helfen in manchen Dingen. Aber das, was mich dann unmittelbar, wenn ich das erzählen darf, ich habe es niemals erzählt, weil es ja auch ganz belanglos ist. Bitte erzählen. Was mich dann unmittelbar aus Deutschland, ich hatte sowieso die Absicht zu emigrieren. Ich war sofort der Meinung, Juden können nicht bleiben. Ich hatte nicht die Absicht, sozusagen in Deutschland als Staatsbürger zweiter Klasse rumzulaufen, in welcher Form auch immer. Ich war außerdem der Meinung, dass die Sachen immer schlimmer werden würden. Trotzdem bin ich schließlich nicht auf so friedliche Weise abgezogen und muss sagen, ich hatte eine gewisse Befriedigung. Ich wurde verhaftet, musste illegal das Land verlassen, ich erzähle es Ihnen gleich. Ich hatte sofort eine Befriedigung darüber. Ich dachte, wenigstens habe ich was gemacht. Wenigstens bin ich nicht unschuldig. Das soll mir keiner nachsagen. Mhm. Nun, die Gelegenheit dazu gab mir damals die zionistische Organisation. Ich war mit einigen der führenden Leute damals, vor allen Dingen dem damaligen Präsidenten Kurt Blumenfeld, sehr eng befreundet. Aber ich war keine Zionisten. Man hat auch nicht versucht, mich dazu zu machen. Immerhin war ich natürlich in gewissem Sinne davon beeinflusst, nämlich in der Kritik, in der Selbstkritik, die die Zionisten im jüdischen Volke entfaltet haben. Davon war ich beeinflusst, davon war ich beeindruckt, aber politisch hatte ich nichts damit zu tun.
Nun, 1933 trat Blumenfeld und ein anderer, den Sie nicht kennen, an mich heran und sagten zu mir, wir wollen eine Sammlung anlegen aller antisemitischen Äußerungen auf unterer Ebene. Also sagen wir mal Lehrervereine, alle Arten von Berufsvereinen, alle möglichen Fachzeitschriften, dasjenige, was im Ausland nicht bekannt wird. Diese Sammlung zu veranstalten, das fiel damals unter Gräuelpropaganda, wie man es nannte, das konnte kein Mensch machen, der bei den Zionisten organisiert war. Weil wenn er hochging, die Organisation hochging. Natürlich. Ist doch klar. Natürlich. Willst du es machen? Sag ich, natürlich, war sehr zufrieden. Erstens schien mir das sehr vernünftig. Und zweitens hatte ich das Gefühl, man kann doch irgendwas tun. Sie sind im Zusammenhang mit dieser Arbeit verhaftet. Ja, da bin ich hochgegangen, habe sehr großes Glück gehabt. Bin nach 8 Tagen, glaube ich, rausgekommen, weil der Kriminalbeamte, der mich verhaftete, mit dem freundete ich mich an. Und das war ein reizender Kerl. Der war ursprünglich von der Kriminalpolizei in die politische Abteilung avanciert. Der hatte keine Ahnung, was sollte er. Da sagte mir immer, na, gewöhnlich habe ich doch da jemanden vor mir sitzen, da sehe ich bloß nach, dann weiß ich schon, was das ist. Sagt er, was tue ich mit Ihnen? So was habe ich doch, naja, also. Und dies war in Berlin? Und das war in Berlin. Ich habe den Mann leider belügen müssen, denn ich durfte ja die Organisation nicht hochgehen lassen. Ich habe ihm fantastische Geschichten erzählt. Und er sagte immer, ich habe sie ja reingebracht, ich kriege sie auch wieder raus. Nehmen Sie keinen Anwalt, die Juden haben doch jetzt kein Geld. Sparen Sie ihr Geld. Inzwischen hatte die Organisation für mich einen Anwalt besorgt. Natürlich wieder durch Mitglieder. Und diesen Anwalt schickte ich weg, weil ich mich auf diesen Mann, der mich verhaftet hatte, so ein offenes, anständiges Gesicht, ich verließ mich und dachte, das ist meine viel bessere Chance als irgendein Anwalt, der ja doch bloß Angst hat. Und Sie kamen raus und konnten Deutschland verlassen? Natürlich. Ich kam raus, musste aber illegal, weil die Sache natürlich weiterging. Mhm. Und musste dann illegal über die grüne Grenze und so. In dem schon erwähnten Briefwechsel, Frau Arendt, haben Sie eine Art Mahnung Scholems, Sie möchten selbst sich doch bitte als Angehörige des jüdischen Volkes stets betrachten, mit einer klaren Feststellung zurückgewiesen, nämlich, ich zitiere wieder, Jude sein gehört für mich zu den unbezweifelbaren Gegebenheiten meines Lebens und ich habe an solchen Faktizitäten niemals etwas ändern wollen, nicht einmal in der Kindheit. Das heißt, Sie haben also ganz klar festgestellt, dass es für Sie darüber nie etwas zu fragen gab und auch keiner Mahnung bedarf. Dazu hätte ich gerne einige Fragen gestellt. Sie sind 1906 in Hannover als Tochter eines Ingenieurs geboren und in Königsberg aufgewachsen. Können Sie mir aus Ihrer Erinnerung erzählen, was es seinerzeit für ein Kind in Deutschland bedeutet hat, aus einer jüdischen Familie zu stammen? Sehen Sie, in dieser Allgemeinheit könnte ich die Frage nicht wahrheitsgemäß beantworten, wenn ich sie auf mich persönlich zuschneide. Also jetzt müssen Sie mir sagen, was wollen Sie? Ich würde gerne wissen, was Sie persönliche? Zunächst einmal, wenn Sie erlauben, Ihre persönliche Erinnerung. Sehen Sie, die erste Sache, ich habe von Hause aus nicht gewusst, dass ich Jüdin bin. Meine Mutter war gänzlich areligiös. Ihr Vater ist früh gestorben. Mein Vater ist früh gestorben. Jetzt klingt alles sehr komisch. Mein Großvater war Präsident der liberalen Gemeinde und Stadtverordneter von Königsberg. Ich komme aus einer alten Königsberger Familie. Und trotzdem, das Wort ist bei uns nie gefallen, als ich ein Kind war, ein kleines Kind war. Und es wurde mir zum ersten Mal entgegengebracht durch antisemitische Bemerkungen, lohnt sich nicht zu erzählen, von Kindern auf der Straße. Nicht? Daraufhin wurde ich also sozusagen aufgeklärt.